Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Heute soll es um das Thema Scheinwerfer gehen und wie ihr die dauerhaft aufbereitet. Ihr wisst, es gibt im Internet viele Kits, die man kaufen kann oder auch im Baumarkt, mit denen man die Scheinwerfer aufbereiten kann oder auch beispielsweise mit Zahnpasta. Also vieles sind allerdings nur temporäre Lösungen und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr für wenig Geld die Scheinwerfer aufbereitet. Inspiriert ist das Ganze übrigens von einem Chrisfix-Video, das möchte ich an dieser Stelle ehrlicherweise zugeben. Allerdings möchte ich selber versuchen, wie das Ganze denn in der Realität funktioniert und ob es funktioniert. Dafür habe ich die Scheinwerfer aus dem EJ6 einmal abgebaut. Die sehen an sich sehr gut aus. Ich habe allerdings schon mal in einem separaten Video gezeigt. Ich gucke mal, ob ich das hier auf die Kamera kriege. Sehr, sehr viele Klarlackfehler haben. Was also heißt, die haben sehr, sehr viele Steinschläge abgekriegt. Also man kennt das ja, wenn Scheinwerfer vergilben oder auch komplett diesig werden. Das liegt einfach daran, dass beispielsweise der Klarlack abblättert und dann durch die UV-Einstrahlung das Plastik einfach gelb wird. Damit wir das Ganze wieder schick machen können oder damit das Ganze wieder schick wird, wird nicht einfach drüber lackiert, sondern dann machen wir das ganz anständig und schleifen das Ganze einmal ab, lackieren es mit Klarlack neu und versiegeln das Ganze am Ende. Und alles, was ihr braucht, sind diese paar Dinge. Einmal Schleifpapier. Wir haben hier 400er, 600er und 2000er Schleifpapier. Dann kein Glasreiniger, sondern einfach normales Wasser. Dann habe ich hier Alkohol, also Isopropanol. Das ist eigentlich fast kompletter Alkohol zum Reinigen und Entfetten. Klarlack und natürlich hier einmal Küchenrolle. Also wenn die Scheinwerfer wirklich extrem vergilbt sind, mit dem 400er anfangen, das ist in diesem Fall das hier. Ja, das ist eine sehr, sehr raue Oberfläche. Ja, man sieht es hier sehr gut. Sehr, sehr rau. Da unsere nicht ganz so schlimm sind, fangen wir mit dem 600er an. Ja, das ist schon ein bisschen feiner. Und das Finish machen wir dann hinterher mit dem 2000er Papier. Bei dem Klarlack müsst ihr zusätzlich darauf aufpassen, dass der nicht gelblich trocknet, also dass der durchsichtig antrocknet. Es gibt welche, die trocknen gelblich an, das gibt es tatsächlich. Müsst ihr unbedingt, wenn ihr kauft, in der Beschreibung darauf achten oder ihr kauft einfach direkt welchen, der sowieso fürs Auto geeignet ist, dann habt ihr dieses Problem meistens nicht, denn der muss auch UV-resistent sein. In diesem Fall, dadurch, dass der sowieso fürs Auto gedacht ist, ist das der Fall. Also wir haben den auch beim Fiat Punto verwendet. Heißt also, ich weiß schon, wie der trocknet und ich kenne die UV-Eigenschaften schon. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe direkt ans Werk. Ich erkläre euch direkt den ersten Arbeitsschritt gleich. Ja, also das ist der Scheinwerfer. Wie gesagt, der sieht eigentlich ganz gut aus. Beim genaueren Hinsehen eben nicht mehr. Und damit er nicht in naher Zukunft vergilbt, machen wir den einmal frisch. Das wird folgendermaßen passieren, und zwar werden wir das Ganze nass abschleifen mit dem 600er Papier. Ja, also einmal das 600er nehmen in dem Fall, weil die eben, wie gesagt, nicht ganz so schlimm sind. Und wichtig, da wir nass schleifen, einmal die Oberfläche komplett nass machen. Und zwar richtig schön nass machen und auch das Papier schön nass machen. Ja. Und dann einfach in Kreisbewegungen loslegen. Und für die Leute, die sich fragen, kann ich den Scheinwerfer auch am Auto lassen? Ja, das könnt ihr. Allerdings ist es so natürlich deutlich einfacher, weil ihr hinterher das Auto nicht abkleben müsst, wenn ihr mit dem Klarlack arbeitet. Ja, und so empfehle ich euch, wenn es einfach ist, die Scheinwerfer auszubauen, dann tut das. Ja, und nach einigen kreisförmigen Bewegungen werden wir jetzt horizontal das Ganze schleifen. Das liegt einfach daran, dass, wenn wir das horizontal schleifen, sich der Klarlack hier besser absetzen kann. Ja. Und deswegen machen wir das noch einmal horizontal. Ja,
Ja, und vor dem nächsten Arbeitsschritt, bevor wir dann mit dem 2000er weitermachen, reinigen wir das Ganze einmal. Ja, das heißt, wir nehmen uns einmal Küchenrolle und reinigen die Oberfläche einmal. Ja, wie ihr seht, ist der Scheinwerfer jetzt so ein bisschen diesig. Ja, das ist einfach diese angeraute Oberfläche vom Klarlack. An manchen Stellen ist es mehr und an anderen Stellen weniger. Ja, ich werde jetzt mit dem 2000er Schleifpapier weitermachen und werde dann mal sehen, wie es danach aussieht. Auch wieder gleiche Devise. Schön nass schleifen, das heißt sowohl Scheinwerfer nass als auch das Schleifpapier nass. Ihr braucht bei dem 2000er Schleifpapier nicht so stark drücken, ihr wollt die Oberfläche nur ein bisschen glatter machen. Ja, ihr wollt ja nicht. Warum wir das vorher sauber gemacht haben, ist ganz einfach, und zwar damit wir da nicht irgendwelche Verunreinigungen drauf haben, die sich dann auf dem Schleifpapier absetzen und so zu tieferen Kratzern führen können. Und auch hier im Nachgang wieder einfach horizontal abschleifen. Ja, also das gleiche wie vorhin auch. Auch hier die Devise, ihr müsst nicht so extrem drücken. Und jetzt kommt das Zeug ins Spiel. Ja. Und zwar nutzen wir das, um hier die Oberfläche fettfrei zu machen, damit einfach das Ganze im Lackierprozess, also wenn der Klarlack drauf kommt, dass da drunter kein Fettfilm ist und wir gegebenenfalls ein unschönes Lackergebnis haben. Ja, jetzt sieht man zwei Sachen, und zwar zum einen, dass der Scheinwerfer wieder direkt sehr diesig wird. Das ist nicht schlimm. Ja, weil wir haben die ganze Oberfläche hier angeraut, und wenn man ganz nah dran geht, ich hoffe, ich kann das mit der Kamera einfangen, ich versuche es mal, dann sieht man, ja, das sieht man sogar sehr gut, dann sieht man so ganz kleine Kratzer in der Oberfläche. Ich versuche mal meinen Finger hier reinzukriegen, da sieht man das sehr gut. Das ist nicht weiter schlimm, denn das wird ja gleich alles vom Klarlack entsprechend aufgefüllt. Ja, den Vorgang mit dem Klarlack mache ich dann ohne Kamera fix, weil, naja, das ist nicht so spannend. Wenn ihr die Scheinwerfer am Auto lasst, dann solltet ihr jetzt alles um den Scheinwerfer herum abkleben, mit Mülltüten oder ähnlichem. Ganz einfach, damit kein Klarlack auf Motorhaube, Schürze oder ähnlichem kommt. Ja, das heißt, sodass wirklich der Klarlack nur auf dem Scheinwerfer liegt und nicht irgendwo anders, wo er nicht hingehört. Nach der ersten Schicht Klarlack sieht man hier so eine leichte Orangenhaut. Das soll allerdings nicht weiter schlimm sein, denn es kommen noch mindestens zwei weitere Schicht Klarlack. Beim Klarlack solltet ihr Folgendes beachten, und zwar macht ihn nicht zu dick, also er soll keine Nasen bilden und runterlaufen, und gleichmäßig sprühen, ja, sodass ihr quasi alles erwischt. Und wenn ihr viele Ecken oder Rundungen im Scheinwerfer habt, schaut auch, dass ihr die erwischt, sodass ihr wirklich den ganzen Scheinwerfer abgedeckt habt, was euren Klarlack angeht. Es ist ein Tag vergangen. Wie ihr seht, ist das der Scheinwerfer von der Fahrerseite, weil ich den nach der letzten Aufnahme eben fix auch noch fertig gemacht habe. Wie ihr seht, ist alles ausgehärtet und wir haben noch eine leichte Orangenhaut. An dieser Stelle habt ihr zwei Möglichkeiten, und zwar entweder ihr lasst den so, also gebt euch damit zufrieden, dass er so ein bisschen diesig ist. Oder aber ihr schleift ihn nochmal mit 2000er bzw. 3000er Papier ab. Und zwar nass, so wie wir das bereits hatten. Und dann zum Schluss wachst ihr das Ganze
Ich habe in dem Fall dieses Produkt genommen. Ja, K2 Proton. Ganz einfach, weil es günstig gewesen ist. Und beim Wachs war es mir wichtig, dass es jetzt nicht für irgendwelche speziellen Lacke ist, sondern ich das universal für alles einsetzen kann. Und von daher, das hat auch, glaube ich, nur 16 € gekostet. Das ging also. Ja, ich habe den Scheinwerfer jetzt nochmal abgeschliffen und einmal gewachst. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis, aber es ist schon deutlich besser als vorher. Das ist wie beim Pfannkuchen, der erste wird immer irgendwie ein bisschen komisch. Nichtsdestotrotz bin ich trotzdem insgesamt sehr zufrieden. Ich mache jetzt noch den anderen Scheinwerfer in Ruhe fertig. Und ich würde sagen, das war's dann mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und ich hoffe, wir werden noch die Gelegenheit haben, vergilbte Scheinwerfer fertig zu machen. Weil das würde mich dann mal echt interessieren, wie das Ganze dann aussieht. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Gerne auch einen Kommentar oder abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.